Moin Leute, hier zurück bei Ghost of Tsushima und wir werden jetzt gleich direkt weitermachen mit der Quest von ihm hier. Der Weg des Bogens hier einmal, eine Ishikawa-Geschichte 4 von 9. Da gibt es nicht auch was Tolles dann. Und ja, dann fangen wir einfach mal an, ne? Bin ich gar in die falsche Richtung gelaufen? Ich glaube schon. Brandpfeile gibt es da nicht mehr spannend. Natürlich mal gespannt, wie die Geschichte abgegangen ist. Jetzt, Nobu! Hätte ich eigentlich einen Schnellreise machen können? Hab ich gar nicht drauf geachtet, um zu sein. Da ist ein Auto. Sakai! Der Weg des Bogens. Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Hallbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Hallbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Oh oh. Ein Pfeil, ein Tod. Nein, kein Pfeil, ein Tod. Jetzt du still! Ey, what the fuck? Ups. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Yoshi-Hallbad, der Angriff beginnt. Oh, Angriff, Angriff! Hier lang. Ja, ich komme gleich. So, komm. Ich soll ihm da folgen.
Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Wasserfall. Das machen wir heute hier. Warum auch immer. Das ist weg. Ihr beiden, hierher. Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Miyoshi-Heilbad. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Blöde Frage. Von wo kommen die jetzt? Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Ja, ja. Hinten ist Bienenstock noch. Ich sehe schon. Trockenes Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Okay. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Brandpfeile. Für den Kurzbogen setzt Gegnerkleidung und trockenes Gras im Brand. Oh, okay, trockenes Gras, alles klar. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Sie nähern sich. Gut, dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Schlecht, Sakai. Ich bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. Hey. Ja. Nicht mehr fertig. Eine Spur von Tomoe. Sie wird kommen. Da sind noch mehr. Helft ihnen über den Sand zu. Ach komm schon.
Teil sehe ich die gar nicht. Das waren dann alle. Es ist vorbei. Ja, fürs Erste. Alter. Ich erlöse ihn einfach mal. Den erlöse ich auch mal hier. Mist, hätte ich das nochmal aufladen sollen. Verdammt. Aber viele falsche Knöpfe gedrückt. Ah, es führt trotzdem zum Sieg. Ja. Da ist sie ja. Was? Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Wie sie sich freut. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Nein, es war nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Burg Haneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Nice, der Weg des Bogens erledigt. Sehr schön. So, wieder ein bisschen EP. Meinst du mir zu wenig wieder? So, Talisman der Immunität, Talisman. Okay. Verteidigung. Stimmen der Falke, Kurzbogenfarbe. Da wollen wir nochmal eben gucken, wa? Wo? Da, Bogen. Okay, sieht ganz cool aus. Sonst irgendwas Neues hier? Ich weiß gar nicht genau. So sieht es bei mir im Lager aus. Und sonst, ja, dauert das alles noch ein bisschen. Talisman können wir uns auch mal kurz angucken. Der Präzision, mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Oh, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Was habe ich denn hier? Warte mal. Effizienz, Präzision. Mach ich das mal rein. Effizienz ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich brauche mehr Freischaltung, damit ich mir einsetzen kann. Wäre ganz cool. So, aber leider habe ich nicht genug. So, mal gucken, was ich jetzt hier offen habe. Also, hier habe ich noch die Quest offen hier, der Himmelschlag. Dann habe ich hier neben Quest Wasserrauschkreuzung. Da habe ich unten natürlich noch einmal Blut im Gras. Runenkleidung gibt es dann einmal. Und hier habe ich einmal der gebrochene Schmied. Erweiterung der Legende. Hast du die Belohnung viel? Legende viel? Was? Ja, komisch. Muss ich mal gucken, wo ich hinballer. Ich weiß es nämlich noch nicht.
Händler. Aussehen Objekte, keine Verbesserung verfügbar. Schade. Was haben wir hier? Sensei Jikiwas Dojo. Fort Nakayama. Fischerdorf Kechi. Unentdeckter Ort. Ich reise da nochmal hin. Gucken, was da ist. Ich will nochmal kurz hingehen. Mal abwarten. Und dann ist es hier auch erstmal durch. Die andere Mission muss ich irgendwann anders nochmal machen. Das muss ich dann im anderen Video machen. Weil der Weg dorthin ist dann doch ein bisschen weit. So. So, wo soll ich hin? Ich konnte ich das nicht. Da ist jemand, der nichts mehr zu sagen hat. So. Willst du nicht doch nicht mit mir reden? Okay. Ist ein bisschen buggy. Okay. Egal. Diese Menschen brauchen Hilfe. Ich hoffe nur, Hanaoka erreicht sie rechtzeitig. Wenn nicht... Wer braucht Hilfe? Ein Lager mit Flüchtlingen. Sie sind sehr krank. Ihr Heiler Hanaoka versucht, sie zu erreichen. Die Mongolen haben die Region in die Knie gezwungen. Banditen kontrollieren die Straßen. Der Heiler wird Hilfe brauchen. Okay, da gibt es also auch was Neues. 10 Leinen. Besonders auch ganz unten. Ey, auch wieder. Naja, also man kann auf jeden Fall überall Nebenmissionen annehmen. Ist auch nicht schlecht. Dann ist es unentdeckt und auch nochmal. Lager der Überlebenden. Ah, okay. Ja. Eben stand der Gefangene da. Im nächsten Moment war der Samurai. Sehr schön. Und dann, der Bandit fiel tot um. Er hatte den In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Schwertkids. Wie sieht das dann aus? Wuschig. Das gefällt mir irgendwie. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Das brauche ich noch nicht. Hüte. Oh, zu wenig. Wir sehen uns wieder. Danke für alles, was ihr tut. Hütet sie alle fürs Mein Herr, die Mongolen haben die Brücke zum Hiyoshi-Halbad eingenommen. Viele überqueren diese Brücke. Dort sind sie ungeschützt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Herr. Jetzt hier. Okay, ist auf der anderen Seite, alles klar. Niedriger Verteidigungstalisman. Okay, 10 Leinen. Okay, das sind alles Nebenmissionen, wie gesagt. Ich will auch gerne mal wieder ein Dojo einnehmen, ist ja auch ganz cool. Da, unentdeckter Ort. Ja, ich würde sagen, das sehen wir im nächsten Bit. Ich werde dann hier so lang reisen, hier über den Ishura-See und dann Richtung, glaube ich, hier den Himmelsschlag gehen, würde ich sagen. Ja, danke fürs Zusehen, danke für den Support und Spiel auch, es macht Bock. Das ist echt so. Reingehauen. Tschüss.